Birgit hat gerade einen Fisch gefangen. Ich hoffe, das geht mit dieser Schulterkamera vernünftig. Gucken, ob das nochmal so gut geht. Eine Bienenmade dran. Und schon ein Biss. Wir machen noch mal ein bisschen Feuerchen. Die Mutti, die Elli, Mi. Und grillen noch so ein Steak und oh, so ein Schweinekram. Und die Forellen, die wir gefangen haben, die gibt's morgen. Die werden wir schön räuchern. Und dann wollen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. So ohne irgendwie einen Räucherofen oder irgendwas. Schauen wir mal. So, ansonsten, bye bye, bis morgen. Sag tschüss, John Boy. Tschüss, John Boy. Gut gesagt. Guten Morgen. Wir haben wieder mal sehr gut geschlafen. Jetzt gibt es erstmal einen Kaffee. Ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann in der dunklen Bude. Ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann. Panorama. Jetzt gibt es Frühstück. Reste vom Grillen. Die süße Ulrike. Und ein leichtes Salamibrot. Bisschen. So, heute soll der letzte schöne Tag sein. Morgen soll es regnen in Strömen. Übermorgen wohl auch. Dann schauen wir mal. Heute gehen wir nochmal auf den See und holen mal ein paar kleine Forellchen daraus. Hoffe ich doch. Ich denke schon. Das wird klasse. Ja, und jetzt gibt es erstmal einen Kaffee. Nach dem Frühstück fange ich an mit Räuchern. Ja, ist gut. Ich weiß nicht, ob der Hund bettelt. Du bist nur schmusig, ne? Ja, wir werden jetzt versuchen, die Fische zu räuchern. Räuchermehl, Späne. Und Ulrike macht da ein Feuer. Und irgendwie basteln wir was zum Abdecken. Oh, mein Herz. Mit Gras und ja, Wacholder, geil. Ja, das ist cool. Mal gucken, ob es klappt. Oh, hier ist aber schön warm. Da habe ich schon fast wieder Lust, ein Bier zu trinken. So, Frau Räuchermeisterin, was haben Sie denn jetzt hier gemacht? Ja, ich habe jetzt Feuer gemacht, bis nur noch Blut da ist, dann Räuchermehl und Wacholder drauf, dann die Röste drauf mit den Fischen und Gras, damit der Rauch ein bisschen zurückgehalten wird. Das wird doch bestimmt gut funktionieren. Wir sind gespannt. Kleines Experiment. So, jetzt ist eine knappe halbe Stunde vergangen. Jetzt gucken wir uns die Kleinen mal an. Ein bisschen staubig geworden durch das Gras, aber sieht cool aus. Die restlichen. Ist gar nicht so heiß. Ein bisschen heiß schon, aber nicht allzu doll. Das sieht erstmal super aus, finde ich. Ja. Auf. Schön saftig. Ja, die sind doch prima.
Hähnchen vielleicht noch. Super. Ist gut geworden. Wow. Wir waren gerade noch mal auf dem See angeln und haben 21 Forellchen geangelt. Die sind zwar klein, aber das ist hier total verbuttert und deshalb darf man oder muss die sogar entnehmen. Okay, Ulrike schüttelt den Kopf. Doch, man muss das. Damit die anderen größer werden können. Das wird schön, die werden mal wieder räuchern. Das hat super geklappt. Ja, ihr könnt mich auch mal sehen. Tag. Nix. Ich rede mit der Kamera. Elli kriegt heute mal wieder Grillfleischreste, Kartoffeln und Dillsoße. Ich glaube, es schmeckt ihr. Und Ulrike zieht da unten, wo geräuchert wurde, mal ein Tarp auf, weil die nächsten 3 Tage soll es regnen. Und wir haben so viel Fisch gefangen, muss noch geräuchert werden. Und dann machen wir das eben morgen im Regen unterm Tarp. So sieht's aus. Spiegelglatt. Ist das cool? Ratzelt und brutzelt. Ich denke mal 20 Minuten und dann ist der Drops gelutscht. Der Fisch fertig. Die hat schon Kohldampf. Oh, jetzt habe ich tatsächlich ein bisschen Hunger. Ja, habe ich eigentlich gar nicht, aber ich esse trotzdem. Jetzt gucken wir uns die Tierchen mal an. Die sind auf jeden Fall fertig. Ja? Ja. Cool. Ja, die Augen sind auch schon sehr glasig. Da packen wir doch die zweite auch schon drauf hier. Hm? Wow. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt machen soll hier mit dem Film. Oh. Schauen wir mal. Da sieht's aus. Sieht auch gut aus. Schmeckt bestimmt. So, das sind die 2 Tiere jetzt. Oh, ich glaube, die sind wunderbar geworden. Oh, hervorragend. Oh, wunderbar. Eine Grete, aber das passiert. Mehrere Gräten. Das war beim Räuchern ein bisschen geiler. Das machen wir morgen wieder. Lecker, ne? Ja. Super. Sehr lecker. Elli hat aber schon Essen. So. Ja, dann mach das. Wir sagen jetzt schon mal gute Nacht. Nochmal ein kleiner Blick aufs Feuerchen. Und morgen geht's weiter. Bye, bye. Guten Morgen. Heute ist allerfeinstes Regenwetter. Bisschen kühl ist es auch. Okay. Ich mache heute mal eine lange Hose an. Aber jetzt bleiben wir erstmal noch ein bisschen in der Hütte. Vielleicht nachher mal Regen angeln und räuchern. Hier ist schon das wilde Chaos wieder ausgebrochen. Und nicht noch im Bett.
Da liegen wir noch nicht mal das Baby machen. Hallo, Baby. Jetzt darfst du winken. Super. Jo. Bis später. Jo, Leute. Wie schon erwähnt, es regnet heute. Aber wir machen das Beste draus. Feuerchen. Fische sind schon geräuchert. Frau Ulki hackt noch ein bisschen was. Ein bisschen Bier haben wir auch noch. Ja, geil. Wir waren da gestern noch mal im norwegischen Supermarkt und haben 3 Sechserträger Bier gekauft. Kostenpunkt 50,49 Euro. Aber was soll's, wir haben's doch. Echt krass. Tja, was soll man sagen? Ist immer noch so wie vorher. Es regnet! Regen! Wein! Regen! Regen! Ach so, Feuer. Hätte ich das schon gesagt? Ach, das ist schon cool. Das macht schon Bock. Das macht Bock. Vielen Dank. Heute ist wieder herrlichstes Wetter. Letzter Tag. Wir fangen mal ein Fischchen. Ah, sind schon da. Genießen die geile Landschaft. Du kennst dann. Ich habe gerade keinen Bugschütz. Ich habe nichts gemacht. Thank you.
jetzt auf der Rückfahrt. Sind um 4 Uhr aufgestanden, weil wir nicht mehr schlafen konnten. Eigentlich sollte der Wecker um 5:30 gehen. Aber so sind wir, haben wir ganz in Ruhe unser ganzes Gerappel zusammengepackt und ins Auto gestopft. Wir fahren jetzt zur Fähre, die geht um 9. Das heißt um 8 Uhr einchecken. Und jetzt fahren wir noch mal ein bisschen durch die morgendliche norwegische Landschaft. Schade, es ist schon wieder vorbei. Ja, so ganz besonders viel gefilmt haben wir nicht. Aber wir haben ja eigentlich nur geangelt, das war ist ja auch immer gleich. Ordentlich, alter Falter. Ein bisschen eng. Ordentlich Forellen rausgeholt, 60 Stück circa. Aber sind ja nur so kleine. Na, schauen wir mal. Cool. Im Öresund. Cool, da fahren wir aber jetzt nicht drüber. Das ist ja doof. Naja, also Kattegat gibt es dann auch. Dann sind sie ja da durch. Also man könnte theoretisch hat man die Chance tatsächlich Orcas zu fahren. Wir fahren jetzt aber durch den Skagerrak. Naja, aber da ist ja anschließend geht es ja über in den Öresund. Vielleicht sehen wir Orcas. Ja. Ich glaube, da unten sind ein paar echt verrückte Vögel. Einer mit einer Mofa und einer mit so einem komischen, keine Ahnung, Lastenfahrrad? Ich weiß es nicht. Ich habe auch eine Mofa, nur mit... Sieht aber aus wie ein Lastenfahrrad. Ja. Ja. Die machen bestimmt einen Ausflug nach Dänemark. Wir haben Ellie im Auto gelassen. Dabei dürfen jetzt sogar Hunde mit an Bord. Und es gibt kein Frühstücksbuffet. Wir sind sauer. Essen konntest du es auch nicht mehr dazu buchen. Das ist wohl wahr. Können wir gar nicht. 148. So, ausgewogene Ernährung wird bei uns groß geschrieben. Oh, Mutti hat gekocht. Mhm. Na dann. Wohl bekommst. Mit Chips, das finde ich komisch. Das macht nichts. Hm, ist ganz lecker. Bye bye, Norwegen. Ist wirklich faster. Was gleich, Jung, moin. Jetzt habe ich ja gestern überhaupt gar keine Abmoderation gemacht, weil es war spät, es war dunkel, wir waren im Eimer. Wir sind jedenfalls wieder zu Hause. Haben schon fast alles ausgepackt. Keine Ahnung, wie viel Kilometer, keine Ahnung, wie viel KW, alles egal. Ich weiß nur über 60 Forellen und das ist schon mal geil. Und jetzt seht ihr noch unseren einen Kürbis. Eine Kürbispflanze. Und das wird der Siegerkürbis.
Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Bye bye. Ach nee, fertig.